Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Weekend League Belohnungen. Wir schauen uns heute nochmal kurz das Team of the Week an. In der ersten Folge haben wir das ja vergessen. Da sind es sind auf jeden Fall bessere Spieler meiner Meinung nach als die letzten Wochen drin. Zwar natürlich wieder sehr viele 81er und andere Spieler, die nichts taugen, wie zum Beispiel Koscielny, den haben wir ja schon beim anderen Opening bekommen. Aber dafür haben wir auch noch einige Spieler, die entweder gut für SBCs wären, wie Cavani oder natürlich den Star Mbappé hier draus. Ja, und sonst einige gute spielbare Spieler, ja, wie Goretzka, der könnte ein guter Sub sein fürs Mittelfeld. Wir starten mal rein und schauen, was wir kriegen. Gold 2. Erstes Spielerwahlobjekt. Wir nehmen Sommer. Zumindest schon mal eine gute Bewertung. Dann geht's zum zweiten. Und Zapata. Das sind zumindest im Gegensatz zu meinem anderen Account deutlich zumindest bessere. Die kann man wenigstens abgeben. Beide kommen in den Verein. Dann kommen wir zu den Sets. Hoffentlich kriegen wir da was Besseres als im anderen Opening, wo wir einfach gar nichts gezogen haben. Fängt genauso an. Pabor, Piccini, PSG, ja. Kommen wir zum 55k-Pack. Walkout. Normaler. Spanien, ZM, Iniesta. Ist auf jeden Fall gut. Ist natürlich jetzt was, wo man mehr erwarten kann, aber zwei, oder wie viel kostet der noch? Ja, 20k nimmt man gerne mit. Und der ist auch hilfreich für die Best-SBC. Auf die Transferliste, Rest in den Verein und das zweite seltene Mega-Pack wird geöffnet. Diesmal kein Walkout. Und auch kein Schlitz. Rugani. Was haben wir sonst noch so? Ja, der kann weg. Gut, drei Team-Fitnesskarten. Weg. Und Division Rivals holen wir die Coins. Und dann war es das von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Lasst gerne ein Like oder einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Euer Alistair. Ciao.